fernab der Kluft von Gut und Bös, in ganz alltäglichen Milieus aus Satelliten, Schüsselwäldern, eingeschlossenen Müllbehältern, Klebevogelsilhouetten, Stadtteilfest mit Grillbuletten, bunt bestrickten Parkplatzpollern, Helmpflicht auf Elektrorollern, um die Schaukeln heller Sand, wo Siedlungs stets auch Tellerrand, mit Windspiel an Balkongeländern hinter 30 Zonenrändern, lebt in manchem Hinterkopf als Parasit der kleine Mob. Zwar zeigt sein Wirt sich kunterbunt, doch hockt der Mob im Untergrund, am Abgrund der Persönlichkeit, gekuschelt in Gewöhnlichkeit. Er schlummert wie ein gechillter Hase, wohlig in der Filterblase, nährt sich in Gerüchteküchen an Klischees und flüchtigen Sprüchen und vertraut aufs Hörensagen. Wahrheit! Wahrheit lägt so schwer im Magen, hieß ja, sich zu hinterfragen, statt wie einst in Wintertagen bloß zum Schutz der Kinderwagen die Bedrohung blind verjagen. Hexen, Heiden, Ketzer, Christen, Schwarze, Schwule, Kommunisten, Indigene, Flüchtlingsströmchen, hier und da noch ein Pogrömchen, es genügt schon ein Verdacht, damit der Mob mit Macht erwacht. Gefährdet wäre diese... Kommt das aus Schalke oder von Dialog? Okay, okay. Gefährdet wäre die Sicherheit, gebärdet er sich pflichtbereit, dann zieht er aufgebracht, gar kampfgeil, nur mit Harke, Axt und Hanfseil vor das Schloss des Landesherrn. Oh ja, er fackelt lang und gern. Doch... Anders als in alter Zeit gibt heut man sich Gewalt befreit. Bei Matcha-Shake und Chia-Samen schütze uns Maria. Amen. Dank Political Correctness bleibt sein Dasein ein verstecktes, bildet sich der Mob seitdem auf Hatebook oder Finstagram. Denn Spirulina-Algenschaum schmeckt prima unterm Galgenbaum. Und weil Geschichten, die wir dichten, stets sich auf Besonderes richten, statt auf Allgemeines, Vages, heißt es auch hier nun, eines Tages, da geschah's, am Angerrand, als irgendwer am Prangerstrand, dass unser Mob, der voll in Fitform schon die Fäden zog beim Shitstorm, Eier samt der Schalen warf und plötzlich einen Neutralen traf. Ein Typ, der ohne Hanfseil kam und nicht die Bohne Anteil nahm. Was hat der Mensch getan? Egal! Aha. Dann bin ich da neutral. Der Mob verzog die Stirn verwirrt. Was war denn dem durchs Hirn geschwirrt? Er sprach, dass dieser Sündenbock am Pflock nicht ohne Gründe hock und das geschehe nicht aus Feindschaft, nein, zum Schutze der Gemeinschaft. Weil schon früher so ein Stigma wirkungsvoller als ein Strick war, ist das auch moralisch recht. Da wurde dem Betrachter schlecht. Wie ist denn seine Sicht? Egal! Oh, dann bleibe ich erst recht neutral. Da griff der Mob zur Sprachgewalt, verknappte manchen Sachverhalt, verlas getwitterte Berichte und verklitterte Geschichte. Würd's im Land so weiterlaufen, müsst man sich mit Scheiterhaufen schützen und mit schwarzen Listen wie die ganzen Staatsfaschisten. Wenn im Sinn der guten Sache man die Feinde bluten mache, sei es die Gesinnungspflicht, dafür zu sein. Fürs Opfer nicht. Nicht für bedeutet gegen mich. Der andere gab verwegen sich. Und ist er schuldig? Ach, egal! Dann bin ich radikal neutral. Ein solches Maß Besonnenheit entzog dem Mob die Kraft zum Streit, worauf er, der noch leise grollte, demoralisiert sich trollte. Gut, der Schluss gereicht zum Holzschnitt. Doch wie oft schwingt falscher Stolz mit, wenn das Volk im Fieber giert? Ivo, das wär mir nie passierte. In Gruppen wird der Mensch stupid und aus Dynamik Dynamit. Denn nicht alleine seichte Leute kennt der Mob als leichte Meute, lässt den meisten zur Blamage von Zivilkuh nur die Rage.
steht er erst vor deinen Toren, hat sein Opfer auserkoren oder fordert haterhaft die Solidaritäterschaft, dann wünsche ich jedem ganz Normalen auch einen inneren Neutralen. Dankeschön.